Das Eichhörnchen Nusselkopf gewinnt. Kennst du den Geschmack eines wunderbar frischen Kekses? Der Moment, wenn du auf den noch warmen Keks beißt und er an deinem Mund zerkrümelt? So fühlte sich das Eichhörnchen Nusselkopf, als er auf eine Haselnuss biss. Nusselkopf saß auf dem Ast eines Lieblingsbaumes. Neben ihm lagen die Nüsse aufgereiht wie Pralinen. Das Eichhörnchen Nusselkopf pickte eine nach dem anderen auf und schob sie genüsslich in den Mund. Haselnüsse sind fein, aber Kastanien, lecker, lecker, lecker. Nusselkopf versank in seinen Gedanken. Auf einmal hörte er ein Krähen. Du lässt es dir gut gehen, Nusselkopf. Das Eichhörnchen blickte nach oben. Auf dem Ast über ihm saß ein Eichelhäher. Nusselkopf schluckte die letzten Krümel herunter und nuschelte. Du da oben, was willst du? Der Winter steht vor der Tür. Es ist doch gerade Anfang September. Bis zum Winter sind noch so viele Wochen Zeit. Haselnüsse sind schnell weg und Kastanien, du weißt doch, wer zuerst kommt, mal zuerst. Der Eichelhäher hopste auf dem Ast, auf dem Nusselkopf saß, pickte eine Nuss auf und flatterte davon. Hey, rief Nusselkopf dem Dieb hinterher, das sind meine. Nusselkopf zählte die Nüsse, die noch übrig geblieben waren. 1, 2, 3, 4. Nur noch 4 Nüsse. Der Wind rauschte durch die Krone des Baumes, auf der das Eichhörnchen Nusselkopf saß. Einige Blätter taumelten durch die Luft. Murmelte Nusselkopf. Vielleicht hat er recht. Der Herbst scheint nicht mehr weit zu sein. Das Eichhörnchen packte die Kastanien und die Haselnüsse, die noch übrig geblieben waren, in seinen Nusssack, schnallte sich das Gepäck auf den Rücken und flitzte den Baum hinunter. Am Boden angekommen, buddelte er ein Loch in den Boden. Und noch ein weiteres und noch ein Loch. In die Löcher legte er Haselnüsse und Kiefernzapfen. Ein Loch war noch frei. Nusselkopf blieb vor dem Loch stehen, kramte die letzten 3 Kastanien aus seinem Nusssack, Kastanien, die er besonders liebte, und setzte sie behutsam in den Boden. Einige Wochen später wurde Nusselkopf sehr, sehr müde. Er kuschelte sich in seinen Kobel. Dies ist das Winterquartier der Eichhörnchen. In der Krone einer Buche hatte er sich einen Unterschlupf aus Zweigen, Moos und etwas Baumrinde gebaut. Nusselkopf schlief über dem Winter sehr, sehr viel. Eines Tages weckte ihn sein knurrender Magen. Es war Zeit für eine Mahlzeit. Nusselkopf rappelte sich auf und lugte aus seinem Kobel hinaus. Unter ihm lag eine Zauberlandschaft aus Schnee. Die Atemluft gefror an seinem Näschen, so kalt war es. Das Eichhörnchen krabbelte aus seinem Unterschlupf, flitzte dem Baumstamm hinab und sprang zu den Löchern, in denen es die Nüsse versteckt hatte. Es kramte die Haselnüsse heraus. Sie schmeckten wie ein gefrorener Keks. Nicht lecker, aber sie machten satt. Und jetzt noch eine leckere Kastanie zum Nachtisch, dachte Nusselkopf. Er hoppelte näher zum Baumstamm und suchte den Boden ab. Irgendwo hier müssen sie doch sein. Das Eichhörnchen schnuffelte durch den Schnee. Seine Nase erkannte Kastanien normalerweise aus großer Entfernung, denn Eichhörnchen hatten eine sehr, sehr gute Nase. Normalerweise. Das gibt es doch nicht.
Die Kastanien habe ich doch hier versteckt. Schließlich gab er die Suche auf. Seine Lieblingskastanien waren weg. Nusselkopf trottete zurück zum Baum und schlüpfte hinein in seinen Kobel. Bald darauf wurde er sehr, sehr müde und war im Land der Träume angekommen. Aber in dieser Nacht träumte er sehr, sehr schlecht. Da waren Kastanien mit Flügeln und sie flogen vor ihm weg. Es waren komische Träume. Als Nusselkopf am nächsten Morgen wachte, roch die Winterluft nach frischen Keksen. Die Buche, auf der er lebte, stand neben einem Wohnhaus. Ein Ast ragte direkt an das Fenster hinan. Da drin standen zwei Menschen. Nusselkopf tippelte auf dem Ast näher an das Fenster, um mehr zu sehen. Da waren ein Mann und eine Frau. Die Stimme des Mannes donnerte: 120 Euro, weil ich auf der Autobahn mal ein bisschen zu schnell gefahren bin. In einer Baustelle, Brigitte. 31 Euro in einer Baustelle. Die haben Sie wohl nicht alle. Nusselkopf hörte, wie die Frau antwortete: Wenn du nicht immer so rasen würdest, müsstest du das jetzt nicht bezahlen. Ich rase doch gar nicht. Und außerdem, ganz ehrlich, auf der Autobahn. Trotzdem, Tempolimit ist Tempolimit. Nusselkopf sah, wie der Mann den Brief mit einer wischenden Bewegung vom Tisch fegte. Dieses verdammte Tempolimit kann mich mal. Die Frau pustete. Es war ihr zu viel. Sie hielt einen Moment inne. Dann ging sie zu ihrem Mann, legte liebevoll die Hand auf seine Schulter und sagte: Liebling, du weißt doch, wie das im Leben ist. Wenn wir etwas verlieren, gewinnen wir an einer anderen Stelle etwas. Am Ende ist alles wieder ausgeglichen. Der Mann hatte seine Ellenbogen auf den Tisch gestützt und legte den Kopf in seinen Händen ab. Du hast ja recht, Brigitte. Aber mach mal bitte das Fenster zu, ja? Es zieht langsam. Die Frau näherte sich dem Fenster. Schnell weg, dachte Nusselkopf. Er flitzte den Ast entlang zurück zum Baum und den Baumstamm hoch zu seinem Kobel. Im Unterschlupf angekommen, dachte er über die Worte der Menschen nach. Wenn wir etwas verlieren, gewinnen wir an einer anderen Stelle etwas. Nusselkopf verstand nicht ganz, was die Frau damit meinte, aber im Moment war ihm das eigentlich auch relativ egal, denn Nusselkopf war schon wieder sehr, sehr müde. Es war Winter. Ja, und er wollte zurück zu seiner Winterruhe. In diesem Moment nahm die Frau im Haus der Menschen ein Backblech mit Keksen aus dem Ofen und draußen in der Buche schwebte ein kleines Eichhörnchen ins Land der Träume. Nusselkopf träumte auch in dieser Nacht wieder merkwürdige Dinge. Es fühlte sich allerdings an, als wären die Träume echt. Er träumte, dass Menschen sprachen und Nusselkopf sie belauschte. Der Mann hielt ein flaches, schwarzes Ding in den Händen. Es leuchtete. Ich glaube, Menschen nennen es Smartphone. Der Mann starrte auf dieses merkwürdige Teil. Plötzlich strahlte er. Brigitte, sieh dir das an! Die Aktien sind um 120 Euro gestiegen. 120 Euro. Einfach mal so, wir haben 120 Euro verdient. Die Frau lächelte müde. Ich habe es dir doch gesagt. Wenn wir etwas verlieren, gewinnen wir an einer anderen Stelle etwas. Plötzlich wachte Nusselkopf auf.
Er sah nichts. Draußen musste es noch dunkel sein. Nusselkopf steckte sein Köpfchen aus dem Kobe heraus und sah sich um. Da hinten am Horizont glühten die Berge. Bald würde die Sonne aufgehen. Aua! Auf einmal zuckte er zusammen. Etwas war ihm auf den Kopf gefallen. Er rappelte sich heraus und traute seinen Augen kaum. Vor ihm auf dem Ast lag eine Kastanie samt ihrer Schale. Die Stacheln auf der Schale hatten besonders wehgetan. Die Frucht war zur Hälfte geöffnet. Nusselkopf strahlte vor Glück. Das war nicht möglich. Wie konnte das sein? Es war doch tiefster Winter. Alle Kastanien waren von den Bäumen abgefallen. Der Himmel musste ihm diese Köstlichkeit geschenkt haben. Dann erinnerte er sich an die Worte der Frau. Wenn wir etwas verlieren, gewinnen wir etwas zurück an einer anderen Stelle. Nusselkopf biss genüsslich in die Kastanie. Sie schmeckte knusprig und frisch, so wie im Herbst. Nusselkopf sah zu den Bergen am Horizont, da, wo die Sonne aufging. Da hinten flog ein Eichelhäher dem Sonnenaufgang entgegen. Ja, wenn wir etwas verlieren, gewinnen wir an einer anderen Stelle etwas. Wenn euch diese kleine Kurzgeschichte gefallen hat, dann lade ich euch herzlich ein, das Hörbuch Die Reisen des Kuhkönigs, die Suche nach dem Glück, Tiergeschichten rund um das positive Denken, sowie in dieser Fabel herunterzuladen, auf meiner Homepage im Webshop auf www.kuhkönig.de. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach auf den Link klicken und dann könnt ihr euch das komplette Hörbuch herunterladen auf euer Smartphone oder als MP3 auf euren PC. Als Teilnehmer dieser Lesung erhaltet ihr das Hörbuch zum Lesungspreis von normalerweise 9,95 heute für nur 5,95 für euch als Teilnehmer dieser Lesung. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mir heute wieder euer Ohr geleiht habt. Wenn euch diese Lesung gefallen hat, hinterlasst mir sehr gern einen Like, abonniert meinen Kanal, um über die neuesten Hörproben und Tiergeschichten jeden Tag am Sonntag um 18 Uhr rund um das positive Denken informiert zu bleiben. Nächsten Sonntag, dem 3. Mai, sehen wir uns hier wieder auf meinem YouTube-Kanal. Dann geht es um das Thema, manchmal genügt einfach ein Wechsel des Blickwinkels, um die Welt mit ganz anderen Augen zu sehen und um ganz viel mehr zu verändern. Seid gespannt. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Viele Grüße aus Frankfurt-Berkersheim. Bleibt gesund und eine schöne Woche. Kilian und euer Mario Mietich.